Hi und willkommen, mein Name ist Daniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Seid nicht zu gelangweilt, Leute, ne? Sehen nur Aerith und Red hier so am Emoten. Boah, Entschuldigung, muss hier ein bisschen aufstoßen, habe gerade was getrunken, um mich zu dehydrieren, ne? So, wir sind hier auf dem Berg Koll, den wir in der letzten Folge erklommen haben, ne? Wir haben uns aufgeteilt. Die Gruppe ist Cloud, Aerith und Red und Barrett, Yuffie und Tifa. Ne, weil nicht Yuffie ist irgendwie vorgerannt, ne, weil sie halt erkunden wollte und Barrett hat gesagt, nee, hör mal, geht so nicht, ne, und ist ja gefolgt. Und Tifa ist halt mitgegangen, um auf die beiden aufzupassen. Aerith hat ein bisschen Probleme gehabt am Anfang und ja, deswegen haben wir gewartet mit ihr und jetzt sind wir hier mit ihr und Red hier unterwegs. Und wir haben aufgehört, als wir am Ende der letzten Folge so einen kleinen Helikopter gesehen haben, der von Shinra war und der vielleicht die anderen entdeckt hat. So jedenfalls die Theorie von Cloud und Aerith, ne? Oder Red, ich weiß nicht, wer zu dieser Theorie kam, aber einer von denen kam jedenfalls darauf. Und ja, die haben vielleicht die andere Gruppe entdeckt und die haben da irgendwie so einen Roboter oder irgendwie sowas gedroppt oder eingeflogen oder irgendwie sowas. Und wir gucken mal, was es damit auf sich hat. Was ist hier los? Dann sind wir die Kronpilzen. Das sollte reichen. So, wow. So. Gehen wir aus dem Weg. Ich muss vielleicht oder vielleicht auch nicht unsere Kollegen erretten. So. Ja, jetzt sind alle drei da. Ich habe meinen Stand bei den anderen auch die ganze Zeit gezeichnet, ne? So. Hey, was steht da? Hey, wenn ich erkenne, es hat ein hey, ich weiß nicht, was der zweite ist. Hey, stand da jedenfalls, glaube ich. Ja, der Daniro kann ein bisschen Schriftzeichen lesen, ja, so ein ganz kleines bisschen. So, da ich prophezei, dass es hier gleich zum Kampf kommt, zu einem Bosskampf oder irgendwie so was, ne? Setzen. Ja, ich habe noch ein paar Schritte weitermachen können beim letzten Part, ne? Und hier werde ich bis hierhin laufen können. Statt so mitten in der Einöde da unten. So, alles warte ja auf. Also wir haben 3000 Geld bekommen. Geld von den paar Kämpfen, die wir auf dem Weg hier gemacht haben. So, hat keiner hochgelevelt, ne? Ich weiß nicht, tun die anderen auf Screen irgendwie leveln, während ich hier am Kämpfen bin? Ja, ne? Wenn einer von den Level up bekommt, höre ich dazu in der Ferne so blitsch. Na gut, wer will denn aufs Maul? Willst du ein paar aufs Maul? Das sieht doch schon jetzt aus, als gibt's gleich einen Kampf. Oh nein. Wer kommt hier? Die Turks? What? Kommt, raus mit euch. Was zum? Das sind die Turks, die Turks. Das sind die Turks, die Turks. Ah, sind das die Typen an den Hoyo-Experiment? Ja, das sind die Turks, die Turks. Das sind die Turks, die Turks. Hallo? Schön, euch zu sehen. Die kamen mir aber nicht im Original vor. Seid ihr uns etwa gefolgt? Was? So ein Blödsinn. Die Schwarzkutten hatten sich in Junon verlaufen. Wir haben sie eingesammelt. Aber dann sind sie durchgedreht. Also setzen wir sie hier ab. Hab absolut keine Ahnung, was auf einmal Indy gefahren ist. Egal. Wird nicht dafür bezahlt, darüber nachzudenken. Also, verschwindet ihr? Du meinst Brute und mich? Klar? Aber... Oh. Jetzt kommt das Ding, ist klar. Wir haben gerne
Vergnügen. Naja, wir sind ja immer noch verfeindet mit dem wieder. Also wir sind jetzt wieder mit dem verfeindet wegen Yuffies Attentat. Stimmt. Vorher war man noch relativ neutral mit denen. So, wer bist du denn? Du kamst aber nicht am Original vor. Ah, aber wer bist denn du? Modifizierter Heli-Schütze. Ich glaube, wir gehen nochmal meinen Kämpfen im ersten Teil. So, Blitz und Wind. Wie perfekt hat. Oh, ich dachte, er landet jetzt hier gerade so voll. Ah! So, ich habe direkt eine Strategie hier. Au, au, au. Na, warte mal. Ich habe diese Synchro-Angriffe. Ich weiß nicht, was diese Ausweichdinger. Ich weiß nicht, was diese Dinger Ausweichdinger bringen sollen. Meiner Meinung nach tut das irgendwie nichts bringen. Ausweichen. So, ich wollte eigentlich Arrow hier einsetzen, ne? Oh, jetzt geht er nicht wieder auf sie die ganze Zeit. Also, weil ich zu ihnen wechsle, geht er auf sie. Okay, das ist unfair. Geht doch nicht auf mir, geht doch nicht dauernd auf meinen aktivierten Charakter los. Komm, was machst du da? Er versucht das. Aua. Ah, Flammenwerfer, da waren. Feindkenntnis, Angriff. Wasserkühlung. Oh, warte nicht. Da soll ich wahrscheinlich Elektro einsetzen, ne? Habe ich aber gerade nicht. Also nehme ich Aero. So, hast du irgendwie Elektro, weiß nicht. Ich nehme an, wenn der Wasserkühlung einsetzt, dann. So, hat er jetzt überhaupt Zauber eingesetzt? Ich habe gar nicht mitbekommen. So, naja, was ist mit dem los? So, bei dir mache ich erstmal. Bist du gerade eingeschlafen, Red? Ich höre schlafen. Bleib ein sein, die Kraft des Blitzes. Ja, nehmen wir das. Ah, ich bin zu nah. Ich glaube, Elektro war gegen nicht effektiv, ne? Aber so, dann nehmen wir noch einmal hier. Ne, passt mein langes Jahr. Windelement, ja, warte mit Windelement, brauche ich doch. Mann. Ha. Boah. So, Synchro-Fertigkeit, Blütensturm. Ich glaube, da muss ich ein bisschen näher ran, ne? Aber nein, jetzt habe ich gerade. Warte. Na, so. Ein Stück. Ich hatte dafür, wir kämpfen ja gerade voll lahm. So, mach mal Heilwoge hier. Na, jetzt habe ich natürlich. Mein Gott, das ist voll blöd abgetimt die ganze Zeit, ich. Ich werde wieder getroffen, ja. Voll der Kack, ey. Mein Gott. Doch, geht doch mal. So, Heilwoge noch mal. Jetzt liegt es, warum bekommst du denn eigentlich nie ATB? Ich glaube, sie ist die ganze Zeit am Heil, ne? Deswegen. Nein. Geh mal ein bisschen weg von mir. Er klottert halt gar nichts. Aua. So, jetzt aber. So, komm her. Blitz, 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 Blitz. Ja, ich wusste es. A Ring of Fire. A Ring of Fire. Ja, kannst du bitte nicht da? Kein Problem. Den ist sicher. Nein, lass mich. Na, komm du Stück. Aua. Darf jetzt nicht schlafen. Oh, na, warte, da kriegst du jetzt voll ins Gesicht.
Nein, warum nicht? Daneben Atomisator. Das steche ich jetzt da rein. Und stech und hochzieh. So, Red. Warum kann ich mit Red nicht? Ah nee, wir müssen ja warten, bis er, hier hoch geht, ne? Das dauert immer ein bisschen zu lange, finde ich. Nein. So. Wen beschwörst du? Shiva. Kann schon mal, Shiva haben wir schon ein paar Mal gesehen. Wen hat Ares nochmal? Phoenix, ne? Phoenix, warte mal. Phoenix haben wir noch nicht gesehen. So. Phoenix, zeige dich. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Boom. Aha. Komm her, du Stück, und zeig den Ding, was du drauf hast. Nein, nicht gemacht. Ah, er bringt aber gar nichts, abzuwehren, habe ich so Gefühl. So, erstmal Fertigkeit. Feuerroter Kreis, Schutzengel. Ja. Cloud. Krieg ich ja echt mit dem Timing hier nicht hin. Ey, Alter, gibt's jetzt nichts. Ja, ich hab Schutzengel. Haha. Ich zähl auf dich. Na, Red, warte mal hier. Oh, Erzengel hat er auch. So, du setzt einmal den ein und oh, du hast auch Blitz. Sag mir doch. Habe nichts gemacht. Na, oh, Phoenix. Da komme ich da hin. Komm da gar nicht hoch. Komm da runter. Ist das alles? Jetzt gebe ich alles. Ja, gut. Ja, jetzt gibt erstmal Phoenix alles. Ja. Oh. Wir werden alle geil, so wie im Original ausgezeichnet. So, komm mal her. Atomisator, und ich steche noch mal mein Schwert rein und dann ziehe ich es hoch und dann mache ich Visionssynthese. Keine Ahnung. Jetzt drehen wir auf, wir stehen drauf. Das ist bestimmt auch irgendwas, ne? Nö. So, es hat kaum drei Dinger. Ah, verdammt. Also was hier unten ist, direkt ein Dings hier. Zum Ding zum Heilen, ne? Boom. Ah. Red klärt. Aber okay, ab durch die Mitte. Ich gehe allein durch die Mitte. Los, Red macht den fertig. Bonk. Oh, sehr gut. Ich steck mein Schwert nochmal rein. Geschmiert. Die Turks sind also wieder im Dienst. Die Turks. Die wird man wohl niemals los. Echt? Beeilung. Die anderen warten auf uns. Ja. Wechseln wir zu den anderen. Ich glaube ja, ne? Oder auch nicht. Ah, Rufus. Shinra Gebäude. Nun gut. In Midgar. Kommen wir zum Projekt Magnus Materia. In all unseren Reaktoren waren zeitgleich ungewöhnliche Ausschläge des Energieniveaus. Ich nehme an, das soll die großen Materias ersetzen aus dem Original. Daten, schlussfolgern wir, dass diese Störung auf die Existenz einer gigantischen Lebensform zurückzuführen ist.
Oh. Das ist doch eine meiner geliebten Arma. So sieht es aus. Die Aufzeichnungen bestätigen es. Diese Wesen treten wohl in Erscheinung, wenn dem Planeten Gefahr droht. In jeder Arma steckt eine gewaltige Materia. Oder okay. Sollte man sagen, dass sie aus dieser Materia geboren wurden? Das sind aber nicht die Weapons, oder? Ich sehne mich nach ihnen, seit ich von ihrer Existenz erfuhr. In ihnen schlummert das Geheimnis allen Lebens. Soll das die Weapons sein? Allein die Vorstellung, sie mit meinen eigenen Händen auseinanderzunehmen. Bis ins kleinste Detail will ich sie beleuchten. Was ist? Mein Ziel ist die Sicherstellung einer Magnus-Materia. Haben wir es, die Arma? Geht auch Ihr Traum in Erfüllung, Professor? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Was soll uns die Suche nach der Magnus-Materia bringen? Wir sind kurz davor, sie künstlich zu reproduzieren. Das ist mir sehr wohl bewusst. Wir wollen aber auch versuchen, sie in ihrer natürlichen Form zu extrahieren. Und dann sollen wir das Ding wohl in die Lobby hängen, was? Die Materia interessiert mich überhaupt nicht. Aber die Überreste der Arma nehme ich gerne. Kommen Sie, Direktor. Keine weiteren Spielchen. Wutai ist hinter ihr her. Aber warum haben Sie uns das denn nicht gleich gesagt? Heidegger, ich brauche Truppen. Nur das Beste für Sie. Wenn Sie erlauben. Was ist? Ah. Es gibt da eine Frage, Reese, der gute Mann. Die beantwortet hat. Dürfte ich sie Ihnen vielleicht stellen? Der herzige gute Mann in Shinra. Die Zerstörung der Reaktoren, sowie von Sektor 7. Für die wir Avalanche die Schuld in die Schuhe schoben. Laut ihrem Vater war dies alles notwendig für das Projekt Neo Midgar. Aber weder haben wir das verheißene Land gefunden, noch konnten wir irgendwie beweisen, dass es über... Mein Vater war alt und wurde ungeduldig. Anders kann ich mir sein Handeln auch nicht erklären. Jetzt bin ich dran. Es gibt da nämlich etwas, das ich schon die ganze Zeit fragen wollte. Wieso hat niemand versucht, meinen Vater aufzuhalten? Ich plane, den Konzern zu reformieren. Shinra wird stehen für Macht, Härte, Fortschritt und Erfolg. Und ich habe große Erwartungen an die Leute, die meinen Vater unterstützten. Nun zeigt mir die gleiche bedingungslose Loyalität wie ihm. Alles klar. What? Slums von Sektor 5. Was? Ja? Mach bitte auf. Okay. So, okay, hier bekommt man keine Informationen über ihn. Ja, das Gefühl, das Spiel hat uns noch nicht irgendwie Informationen gegeben über ihn, ne? Deswegen hatte ich noch den Mund, aber ja. Ihn haben wir ja ganz am Anfang gesehen, ne? Also irgendwie Eris. Oh. Wir gerade von ihr reden. Wo er sie tot? Fragezeichen gefunden hat. Und ja, jetzt sehen wir mal, wie es ja weitergeht, ne? Anscheinend. Was kann ich für dich tun? Emira? Oh, die Mutter von Eris. Bist du Zack? Ja. Wo ist Eris? Oben. Okay.
Ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Okay. Hier so ein Kompass, ist der irgendwie. War schon immer da oder bin ich blöd? Ich nehme sie mit nach Hause. Shinra beobachtet ihr Haus. Ich habe Gardisten gesehen. Inzwischen nicht mehr. Die haben jetzt wichtigere Probleme. Aber bei dir kann ich sie ja wohl kaum lassen. Doch, natürlich können sie das. Um Cloud habe ich mir... Das kann ich nicht. Du musst sie dir doch nur mal anschauen. Wie schmutzig sie ist. Siehst du das denn gar nicht? Tut mir leid. Dein Brief hat mir wirklich Sorgen bereitet. Und jetzt, wo ich sie hier so sehe... Ich habe einen Rollstuhl dabei. Aeris schiebe ich. Und du trägst dann Cloud. Schaffst du das? Klar, kein Problem. Stimmt, er ist ja mit Cloud hier hingekommen. Ganz am Anfang. Das ist von Aeris. Ja, ich weiß. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal zurückkommen. Zu diesen Geschehnissen. Aeris? Was hat sie? Aeris? Aeris! Mira. Was ist? Was passiert hier eigentlich? Die Welt geht unter. Jedenfalls sagen das alle. Der Himmel fällt uns auf den Kopf. Stimmt, wir sind ja in Sektor 5. Sektor 7 ist ja die Platte runtergefallen, oder? Ne, war das nicht da, wo die ganzen Leute da waren? Ja, währenddessen. Ein Universum, wo er es noch lebt. In welcher Richtung liegt Midgar? Grob gesagt, östlich von hier. Nur wo ist Osten? Da drüben. Wie es wohl meiner Mutter geht? Als ich dort war, ging's ihr gut. Aber sie war besorgt. Ich bin eine furchtbare Tochter. Sie wird es verstehen, wenn du es ihr erklärst. Leichter gesagt als getan. Gut, haben wir das geregelt. Weiter geht's. Okay, ich nehme an, wir werden dann hier noch ein paar Mal dahin zurückschalten zu den Ereignissen, obwohl die mich ein bisschen verwirren. Ich meine, so eine ungefähr Theorie habe ich so, was da passiert, ne? Aber ich kann jetzt nicht darauf hinausgehen, irgendwie. Bonk. Ich muss den Dinger gerne raus, ohne irgendwie da irgendwie Spoiler hier irgendwie zu erwähnen. Deswegen halte ich mal im Mund. Der Typ ist mehr oder weniger, der Typ ist irgendwie, das klingt jetzt ja voll dämlich, ne? Aber der Typ ist irgendwie so. Also der schwarzhaarige Typ, der ist irgendwie so vergleichbar mit Broly aus Dragon Ball, ne? Und du hast ja Son Goku und Vegeta, ne? Du hast ja mittlerweile Broly, der jetzt, also in Dragon Ball Super, der jetzt irgendwie auch so eigentlich ein sehr wichtiger Charakter ist, ne? Aber auch irgendwie so seine eigene Story hat, ne? Und so genau geht es hier mit dem schwarzhaarigen Typen, ne? Der schwarzhaarige Typ hat auch seine eigene Story. Steht auch in Verbindung mit den Ereignissen, die ja passiert. Und mit Cloud und Co. offensichtlich, ne? Den Typen habe ich analysiert gerade, ne? Ja.
Jetzt habe ich noch jeden Gegner analysiert, ne? Cool. Aber ich weiß nicht, wie ich jetzt so irgendwie auf meine Theorien irgendwie so hineingehen kann. Oder irgendwie so Spoiler irgendwie zu erwähnen. Für die Leute, die es halt noch nicht wissen, ne? Deswegen halte ich meinen Mund. Ich weiß natürlich, wer es ist. Ich weiß auch den seine Geschichte. Und wie gesagt, ich habe so eine ungefähre Vorstellung, so was da gerade am passieren ist, ne? Aber da müssen wir noch ein bisschen weiter spielen, nehme ich mal an, um irgendwie was herausfinden. Diese eine Cutscene fand ich gerade interessant mit den Shinra-Kollegen hier, ne? Die haben hier von Arma geredet und ich hoffe, die Arma sind nicht die Weapons. Weil Arma, das Wort Arma, ich weiß nicht, aus welcher Sprache das kommt. Aber ich nehme an, darüber rede ich gleich später, ne? Da seid ihr ja. Ich dachte, wir werden eure Route auch noch spielen. Klar. Sind nur ordentlich durchgeschwitzt. Alles ausgekundschaftet? Nichts gefunden. Und Materia leider auch nicht. Ich aber. Ist voll dran vorbeigelaufen. Sie uns auch geschnappt, bevor sie es zum Reaktor geschafft hat. Und jetzt müssen wir aber schleunigst dahin. Die Kapuzenhainis sind bestimmt schon dort. Los! Ja, die sind voll schnell unterwegs, ne? Na, dann will ich mal erstmal wieder meine Gruppe ändern, ne? Wenn es geht. Ich will Yuffie und ja, perfekt. Also ja, boah, ich sind ja voll hinterher. Yuffie ist voll hinterher, die hängt ja voll hinterher. Also Arma, ne? Ich kenne aus Tales of Zestiria, da gab es irgendwie so eine Verwandlung, die heißt Armatisierung und da hast du dich sozusagen irgendwie verwandelt. Und ich glaube, Armor bedeutet irgendwie so Rüstung oder Waffen oder Umrüsten oder irgendwie so auf Lateinisch, ne? Von daher würde ich vielleicht raten, dass das die Weapons sind, ne? Dass die halt die anders irgendwie übersetzt haben. Aber es wird irgendwie storymäßig noch gar keinen Sinn machen, dass die erwähnt wurden. Also wie die halt gerade erklärt haben, haben die halt irgendwie so erklärt, so im Sinne von, oh, wir haben die gerade... Die laufen gerade hier irgendwo um die Welt herum, ne? Aber da kann eigentlich noch gar nichts sein, weil die sind eigentlich noch am Schlafen und dürften eigentlich noch gar nicht vorkommen. Ne? Hier ist der Makro-Reaktor übrigens, ne? Der war eigentlich auch so ein bisschen optional, glaube ich, ne? Da ist jedenfalls nicht viel passiert, als wir vorbeigelaufen sind im Original. Wie wollen wir wetten, dass gleich einer da reinfliegt? Wie wollen wir wetten? Einer von denen fliegt jetzt gleich irgendwo da rein. Verstehe. Das haben sie wohl mit Wutai gemeinsam. Hm? Wieso das? Shinras Armee ist nicht nur in Wutai eingefallen und hat unsere Städte dem Erdboden gleich gemacht. Sie haben uns auch noch dieses Scheinabkommen aufgezwungen. Wutai wollte den Waffenstillstand doch auch. Die alten Säcke an der Spitze wollten ihn. Und haben es wie sonst auch einfach entschieden. Bisher sind ihnen immer alle brav gefolgt. Aber dieses Mal hatten wir genug. Die Hoffnung des Volkes von Wutai ruhte auf Oberst Lodbrok und seinen Leuten. Drei ehemalige Soldaten auf Rachefeldzug. Sagt mir nichts. Lodbrok hat uns von den alten Fesseln der Tradition befreit und Wutai neuen Mut gegeben. Als dann einer seiner Vertrauten, ein Mann namens Saruf, sich uns anschloss, kam es zur Revolution. Und wir schufen eine Übergangsregierung. Revolution? Na, Hut ab. Wir fangen nichts im Original vor. Wieso nur eine Übergangsregierung? Die richtige Regierung, die wird bestimmt, sobald Shinra besiegt ist. Und zwar vom Volk in fairen Wahlen, klar? Will heißen, wir sind dabei, das Wort Übergang endlich loszuwerden. Nicht schlecht, oder? Was ist denn? Kommt schon! Hm.
Ist er noch nicht wieder davon, Mädchen? Okay, davon kam übrigens nichts im Original vor. Nichts von Revolution oder Wutai. Wutai war optional, glaube ich, im Original. Also ja. Oh, die schmeiße ich so weit von da runter, pass auf. Guck mal, wie stark ich bin. Nein, nein, geh da runter da. Ja. Und du auch. Wie war mir das Ding noch? Hängt die am Zaum fest? Nein. Also ja, diese eine Cutscene fand ich interessant zwischen den Shinra-Leuten hier mit Rufus und Co. ich glaube, die Armas sollen die Weapons sein. Und irgendwie gefällt mir nicht. Warum wurden die umbenannt? Weapons ist doch voll der geile Name, ne? Aber die können eigentlich nicht die Weapons sein. Die Weapons sind eigentlich nur am Schlafen, ne? Die gibt es eigentlich noch gar nicht, ne? Und der hat ja auch gerade gesagt, die erheben sich, wenn der Planet in Gefahr gerät. Das ist so eine Art Sicherheitsmechanismus des Planeten. Der sei jetzt auch, ich weiß jetzt nicht, welches Weapon der dieser Fisch da sein sollte, aber keiner von denen sieht aus wie so ein Fisch. Vielleicht, okay, einen könnte ich mir vorstellen, aber der sah auch ein bisschen winzig aus. Ich weiß nicht, und die Weapons sind, die sind riesig. Also, ich weiß nicht, wie mir das gefällt. Und dann gibt es noch ja Magnus Materia. Ne? Magnus Materia ist irgendwie, ich glaube, eine Umschreibung. Dann haben sie auch irgendwie anders übersetzt hier. Im Original gab es etwas, das nannte sich große Materia, ne? Oder große Substanz, weil Materie ist im Original Substanz, ne? Und da gab es etwas, das nannte sich große Substanz. Und ich glaube, das soll die Magnus Materia sein, die sie hier eingeführt haben. Also sie haben einige Begriffe geändert, habe ich so sehr stark das Gefühl. Was mich ein bisschen verwundert, weil das sind einige sehr spezifische Sachen irgendwie. Guck mal, ist das etwa alles, Marco? Ja. Also, gibt es hier irgendwo eine gigantische Materia? Juhu! Ich hoffe, ich kann die auch alleine tragen. Was hat er denn? Was denn jetzt? Was bist du? Was war das denn? Eine Arma. Na? Sie ist ein Wächter. Es heißt, dass sie auftauchen, wenn dem Planeten Gefahr droht. So sind das die Weapons. Hojo hat es auf sie abgesehen. Sag mal, habt ihr das auch gesehen? Da war doch gerade eine riesige Materie an ihrem Körper. Ja. Ob es einen Weg gibt, sie irgendwie einzufangen? Einen Wächter des Planeten fangen? Hä? Willst du so eine riesige Materie etwa nicht haben? Gut, sie gehört sowieso mir ganz allein. Na dann mal viel Spaß damit. Wir gehen inzwischen weiter. Hey, sei nicht so fies. Warte nur auf mich, kleine Arma. Ich komme ganz bestimmt wieder. Wieso haben die Armas genannt? Ich nehme an, Armas bedeuten auch Weapon. Was eine Arma zeigt, beweist, dass Shinra den Planeten über alle Maßen zugesetzt hat. Sprich, Avalanche hat den Nagel von Anfang an auf den Kopf. Ich muss mal gucken, ob die in Englisch auch so jetzt heißen. Stimmt doch. Ja. Aber Shinra ist nicht der einzige Grund. Sephiroth. Richtig? Kommt. Der Planet braucht uns. Folge Barrett. Also ich nehme an, das sollen die Weapons dann sein, ne? Welche Weapon war denn? Aber das Saphir Weapon? Ich nenne die immer noch Weapons, also. Ich könnte mir vorstellen, aber Armor bedeutet auch irgendwie so ausrüsten oder irgendwie so. Da kenne ich nur von Tales of Hysteria. Das ist Armatisierung. Oder wo ja, boah, in Tales of Berseria war halt richtig geil. Tales of Hysteria hat ja vor. Erst kam ja Tales of Hysteria und dann kam Tales of Berseria, was hat 1000 Jahre vor Tales of Hysteria gespielt hat.
dann kommt und in Tales of Hysteria war ja Amatisierung so ein Gameplay-Element, ne? Du konntest dich mit einem der Charaktere fusionieren und dann irgendwie voll stark werden, ne? In Tales of Berseria gab es das halt noch nicht, aber 1000 Jahre davor, ne? Da wurde das noch gar nicht erfunden. Da kommt irgendwie einer der Bösewichte und zeigt so, oh, schaut euch das an, das ist Amatisierung. Das ist sozusagen die erste Person, die irgendwie Amatisierung benutzt hat. Dann denken wir nicht so, was? Also die Person hat mehr oder weniger das erstmal amortisiert, ey, und dann denke ich so, wow, das war das Gameplay-Element von dem Spiel, das davor rausgekommen ist, das in 1000 Jahre später spielt. Ich so, boah. Aber da haben sie auch irgendwie so was geändert, weil die Weapons, die hatten nicht irgendwie die großen Materia in sich drin, ne? Oder die Magnus Materias, ne? Das war auch ein bisschen anders, ne? Die Magnus Materie, die waren irgendwie so verschiedene Orte hier so verteilt und die muss man so gegen Ende des Spiels irgendwann alle so einsammeln. Ich weiß nicht mehr aus welchem Grund. Ich glaube, die musste man einfach nur einsammeln, damit Shinra die nicht hat, ne? Irgendwie so weit war es, glaube ich, ne? Man musste die einsammeln, weil Shinra hat's auf die abgesehen irgendwann und ja, man hat denen die sozusagen weggegriffen, bevor die halt hier. Bevor die irgendwie damit Mist anstellen können, ne? So war das jedenfalls im Original. Ja. Aber da haben sie wohl einige Sachen geändert, storymäßig. Oh, normales Kampfthema. Oh, Stufe gestiegen. Das ist immer so eine Überraschung, wenn das ganz normale Kampfthema kommt, ne? So. Ich habe mir mal letztens irgendwie so, die haben irgendwie im ersten Teil haben die irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das damals kommentiert habe, als ich das Spiel gespielt habe, aber die im allerersten Teil haben sie ja auch das normale Kampfthema gehabt die meiste Zeit. Aber das normale Kampfthema ist noch gar nicht abgespielt worden für eine ganze Weile, bis irgendwie Cloud hier von diesen ganzen Shinra-Soldaten geflüchtet ist. Und da hat man irgendwie die ganze Zeit das Lied irgendwie nur so geteased. So, und dann irgendwann, der ist ja die ganze Zeit von so Shinra-Soldaten geflüchtet in der Stadt und dann ganz irgendwann kam es halt zwangsweise zum Kampf und erst dann hat man das volle Thema zum ersten Mal gehört. Also man erstmal ist man irgendwie so eine Stunde so am Wegrennen, hat so ein bisschen so eine Anlehnung an dieses Kampfthema, denkst du, oh, wann fängt denn das Kampfthema so richtig an, ne? Dann beginnt der Kampf und dann fängt hört man zum allerersten Mal das Kampfthema so. Also das Spiel hat irgendwie eine Stunde lang irgendwie dieses Thema geteased irgendwie so und irgendwie so den Spieler irgendwie geil drauf gemacht. So, hey, die Brücke kenne ich. Wir müssen uns wieder trennen, glaube ich, ne? Wie kommen wir darüber? Eine Zugbrücke. Wir müssen sie runterlassen. Ja. Und wie bitte? Ist da die Achterbahn irgendwo? Was denn? Hast du vielleicht eine Idee? Die Brücke lässt sich von dem Kontrollraum aus bedienen. Und wie kommen wir dahin? Durch die Mine. Ist aber seit Jahren unbenutzt. Keine Ahnung, wie es drinnen aussieht. Noch eine Mine. Wie doof sind die eigentlich? Hey, wir beeilen uns ja schon. Jetzt wartet doch. Hey. Cloud. Hier lang. Ich wusste, einer von denen fliegt irgendwo da rein in diese Grütze. Ich wusste das. Na, ich habe das Gefühl, wir müssen uns aufteilen, ne? Wie ist man mit der anderen Gruppe, nehme ich an. Sollte der Einfluss des Marco sein. Er sollte sich etwas ausruhen. Und während Cloud das macht, gehen wir die Brücke runterlassen, ja? Ja. Warum nicht? Wir rufen an, wenn wir fertig sind. Hol du dich bis dahin hier aus. Das ist auch, wir müssen irgendwann uns aufteilen noch. Ha, na dann. So, jetzt kommt die Truppe mal dran. Ne? Wen spielen wir? Yuffie, Barrett. Ja. Jetzt können wir wieder Schuriken werfen. Ja, sie kann wieder treten.
Das ist natürlich blöd, hat jetzt hier. Ja, so hört sich schon ein bisschen eher Yuffies Thema an. So langsamer so. Im Original hört sich so ein bisschen frecher an so. Alles klar, cool. Leute, könnt ihr mal eine Sekunde warten? Ich finde das so lustig mit diesen Typen. Die Typen sind so lustig in diesem Spiel. So, Yuffie ist glaube ich die einzige, die einen Heilzauber hat, ne? So muss ich aufpassen. So, Ding ist hier kaufen. Ich nehme mal das hier. Okay. So, genau, an diese Brücke erinnere ich mich auch. Und im Original musste man halt, da hat man sich eigentlich da oben rum bewegt, ne? Sieht ein bisschen anders aus. Ist ja nicht so eine Achterbahn gewesen oder so? Das sah aus wie so eine Achterbahn. Dann ist man dann irgendwann runtergefallen und dann musste man irgendwie Schätze aufsammeln, wenn man wieder hochgeklettert ist. Und ja, man muss ja so da durchgehen, ne? Und man hat so ein, man hat schon all die Charaktere gesehen, die man gerade in dem Moment nicht gesteuert hat. Weil man kann ja immer nur zu dritt irgendwie durch die Gegend laufen und die haben dann hier alle gewartet, bis man irgendwie darüber gegangen ist und die Zugbrücke runtergelassen hat. Die sind dann alle vorbeigelaufen, wenn man das gemacht hat. So. Boom. Megatrank. Ausgezeichnet. Kann ich meinen ganzen Weg hier zurück? Nee, ne? Was soll's? Vielleicht ist ja irgendwie was. Wow, guck mal hier. Wow. Na, mach es doch einfach so, dass man alle Charaktere hier auf der Weltkarte steuern kann. Da wäre doch viel lustiger. Der immer wieder zurückkommt, der Bumerang, ne? Der Bumerang, der Schuriken, ne? So, jemand auch so eine Animation, wenn sie gerade. Hat sie auch schon. Hat sie vorhin auch schon wieder gemacht. So, tsch. Wenn sie mal so die Fäuste spielen lässt, so tsch. Warte mal, hat einer von euch Analyse? Ich glaube, Yuffie hat sogar Analyse, ne? Nö. So. Oh, Mama. Sie hat schon so wenig Platz in ihren Klamotten. Ich will, wie kann ich alle Dinger hier machen? Das hier. Ich nehme mal kurz dieses MP-Boost und pack das hier rein. Analyse, ne? So, also hier TP-Boost, Zeit, Heilen, Automagie, Luft, Autowaffenfertigkeit. Ich habe übrigens gemerkt, Autowaffenfertigkeit, das haben wir ja von Chatley gekauft. Und da ist was anderes als Autospezialfertigkeit, weil Autospezialfähigkeit sind die ganzen Dreieckangriffe. Also wenn Brad hier zum Beispiel diesen Angriff einsetzt, womit er nachladen kann oder so, oder wenn Tifa ihre Sprengfaust einsetzt oder Red seine Rächerhaltung, ne, das sind die ganzen Dreieckangriffe, ne, das sind Autospezialfähigkeiten, ne, und wenn man das ausrüstet, dann setzen die Charaktere das ein. Und auch Autowaffenfertigkeiten sind alles die Angriffe, die die Charaktere ausgerüstet haben. Also hier, also die ich mit L1 hier drücken kann, ne? Hier diese ganzen Angriffe hier, ne? Aus heiterem Himmel, Nebelschleier und so, ne? Und wenn man diese Materie ausrüstet, dann setzen die Charaktere sozusagen ihre Waffenfertigkeiten an, wofür man ATB braucht, ne? Also ich habe erst gedacht, wenn die exakt gleichen Dinger wieder, die wir hier bekommen haben. Aber ne, das sind zwei verschiedene Sachen. Also diese Dinger hier, die unten links hier immer angezeigt werden, ne, das sind die Waffenfertigkeiten. Und oh, was soll ich noch hier machen? Also Barrett hat jetzt sozusagen so eine Materie ausgerüstet, die ihn erlaubt, hier diese Waffenfertigkeiten. Da jetzt hat er zum Beispiel extra Magazin eingesetzt.
Das ist gut, das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Weil einige Charaktere haben keine Heilzauber, von daher ist es eigentlich nicht so schlecht, wenn die irgendwie ihre Waffenfertigkeiten aus einsetzen, ohne dass ich denen das sagen muss, ne? Weil sonst setzen die eigentlich nur ein, wenn ich das, wenn ich den Befehl gebe oder so. Das ist halt eigentlich nicht schlecht. So, jetzt sind wir mal mit Yuffie unterwegs, finde ich cool, ne? Mehr davon, hätte ich nichts dagegen, ne? Welche Richtung? Nach oben, damit. Aber erst müssen wir das Ding mit Strom versorgen. Mori Medaille. Für den einen Kampf haben wir irgendwie Yuffies Thema mit Druck gehabt. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass die erstens die Weapons umgenannt haben in Armas. Ich nehme mal sehr stark an, die sollen die... Kann man da auch klettern? So wie im DLC. Also ich weiß nicht, was ich davon halte, dass die irgendwie umbenannt haben. Ne? Weil Weapons ist eigentlich ein Name schon. Und war irgendwie klar, dass die natürlich erwähnen, bevor die eigentlich offiziell vorkommen. Ne? So wie Sephiroth halt. Ne? Ja, wir haben halt diese, wie diesen Content. Ne? Also können wir den auch erstmal... Da kann ich nicht, ja, ich dachte, ich kann ja dieses eine Ding machen wie im DLC, wo sie ja so die Stangen hoch und runter geklettert ist. Aber das Spiel macht das Spiel irgendwie sowieso die ganze Zeit hier, ne? Irgendwelche Sachen, also irgendwelche Sachen zu erwähnen. Ist doch ein Kinderspiel für dich, oder? Gut erkannt. Also wir tun ja viele Sachen irgendwie erwähnen, die irgendwie, weil ich noch gar nicht irgendwie im Original vorgekommen sind. So kannst du den die Interaktion festhaken benutzen. Genau, der festhalten, weil ich schon hinkriegen. Okay. Warte, da muss ich schon wieder so. Kann ich mit Cloud auch machen? Oh, das ist wieder eine Truhe. Das bedeutet Waffe, ne? Aber Doppelviper. Wow. Hier hat er auf einen echten Ninja gewartet. So, mehr Materialplatz bitte. Ein Mädchen, du, was ist mit deinem boah, da muss ich aber schnell dann hier Luft kommt raus, dann machen wir Analyse hier rein und Zeit und Luft müssen wir halt draußen lassen erstmal. So, hier muss ich sehr schnell die Fähigkeiten erstmal lernen. So, was ist denn hier? Also die Kompensation für den Ding ist noch nicht mal irgendwie, es ist noch nicht mal wert, ne? Ja, du hast ein Materia-Punkt, aber hey, du kriegst zum 8 mehr Angriff und alles andere wird voll reduziert. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Zeugt eine Windböe, die Gegner im Umkreis Schaden zu Funktionseffekt, zieht Gegner näher ran. Okay, boah. Weiß nicht, was ich von dieser Waffe halten soll. Bin ich froh, wenn ich die hier schnell. Nein, da wollte ich nicht. Wenn ich die schnell die Fähigkeit gelernt habe. Nehmen wir. Warte mal, ich kann hier Nebelschleier reinpacken. Das ist ja diese Ausweichfähigkeit, ne? Wirbelsturm muss Dingens. Das ist ja da, wo die sich in eine Mogi verwandelt, ne? So, Wirbelsturm. So, auf Kreis, muss ich bemerken. So, und dann so schnell wie möglich die Fähigkeit lernen, damit ich dieses Ding wieder umrüsten kann. Weil ein Materiapunkt? Ne, das. Lass mal. Das soll bitte sein. Ach, sie hat ja noch Dings hier. Hab ich vergessen. Ich hab vergessen, ihre anderen Dinge auszurüsten, ja. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier jetzt reinspringen kann. Okay. So, das Ding habe ich ja vergessen. Nein. Das hier. Sie hat noch ihre Dinger hier, ihre. Hier die Dinger. Schurkenmeister, für 25 Sekunden, Waffenfertigkeiten. Schaden von normalen Angriffen, ja, und ja, kein weiterer Materia-Punkt mehr. Also ja, die Waffe schnell die Fertigkeit meistern und dann wieder umrüsten, ne? Ich weiß nicht, wie so eine,
dieser eine Materia-Slot irgendwie ja und die 8 mehr Angriffskraft irgendwie für alles kompensiert. Ich glaube nämlich nicht. Oh Gott, rennt mir doch nicht direkt vors Gesicht. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Oh, das ist sogar so gemacht. Alles klar. Das war ich mich nach. Kommen wir irgendwie noch ganz runter irgendwo. Okay, ich muss ja gucken. Hui! Ich will mich gar nicht trauen, irgendwie an so ein Ding hier. Als mein Kind war, war ich mal irgendwie in so eine Feuerwache irgendwie. Von der Schule haben irgendwie so eine Feuerwache irgendwie ja, begutachtet und. Ja, wir sollen zwei Gegner treffen, ne? Sehr gut. Da war mal irgendwie zu Besuch zu seiner Feuerwache und da hat irgendwie so ein Feuerwehrmann irgendwie so angeboten. So, ah, will einer von euch mal in so eine Rutsche runter? Ja, in diese. Will einer von euch mal hier an so eine, diese Stangen hier runterrutschen, ne? Hier, wo immer die Feuerwehrmänner hier so runterrutschen, ne? Da hat sich keiner getraut von uns. Man halt zu feige. Ich weiß gar nicht, wie alt war alle waren. Wenn wir noch alle Grundschüler war, eine Grundschule war irgendwann. So, ich sehe gerade irgendwie die Karte, sagt mir irgendwas zum Werfen. Boah. Er kommt immer wieder zurück. Immer wieder. So. Boom. Möchte einen Aufzug anmachen? Nein. Ist das. Vermutlich gesperrt. Das kann man weiter oben aufheben. Schaffst du das? Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Du musst zunächst den Aufzug aktivieren. Na, gucken wir erstmal hier. Hier sind auch Gegner. So, wart ihr schon alle? Ja. Soll ich mal zwei Gegner wieder treffen? Ne? Guck mal her, Leute. Ja. Ich dachte, ja. So, nochmal, boom. Perfekt gemeistert. So. Direkt wieder den anderen Schuriken ausrüsten, wenn es geht. Der sieht noch nicht mal gut aus, der Schuriken. Als die größte sind, der Schuriken sieht noch nicht mal cool aus, ne? Das ist irgendwie. Ehrlich. So, wir sehen ja was Vernünftiges hier, ne? Wir bekommen immer weniger Materia-Punkte. So. So. Gut, das ging relativ schnell, ne? Zum Glück war die Fähigkeit hier so einfach zu lernen. Voll ins Gesicht. Mitten ins Gesicht, da sieht ja fast, könnte ich um hochklettern, ja, kann ich. Eine Karte habe ich das schon gesehen. Also sie hat auch diesen Enterhaken jetzt bei sich, sehe ich gerade. Mein Gott. Warum ist in der Controller so hart reinzurücken? Die Taste. Man kann nur sie abbenutzen, kann er Cloud nicht benutzen irgendwie so. Ich will auch mal gerne sehen, wie der rumschwingt. Ich will auch mal durch die Gegend schwingen. Dusch. So, was hier oben? Ich wollte schon sagen, gar nichts. Smaragd. Soll ich damit drei Quasar fangen oder was? Also gefährlich nach. Ich habe letztens so ein YouTube-Short gesehen, wie irgendwie jemand auf so eine Seilrutsche war oder irgendwie so was und der da war irgendwie nicht eine Seilrutsche, da war irgendwie so, ja doch, da war eine Seilrutsche, aber da war irgendwie nicht so ein Lift oder so, der war irgendwie so selber am Krabbeln so, ne, mit so einem Haken war der, ne, und irgendwann ist er dann runter und irgendwann ist er dann voll runter gedüst, ne? So er versucht mit den Händen hier irgendwie ja hat aufzuhalten, was ja natürlich voll schmerzhaft ist, ne? Deine Hände sahen ganz schön schwarz aus danach.
Also war sehr angsteinflößend, was da passiert ist. So, cool. Ja, da war ein Video, das passiert ist. Ha, da ist wieder was zum Haken. Ja. Ich sollte ja darüber genau. Wow. Na und nun, das ist eine Truhe, sehe ich. Ich glaube, da unten ist auch eine Truhe. Da bin ich mir rein. Da unten hat das goldene, seht ihr das? Ist eine Truhe. Da haben sich irgendwie, die wollen uns jetzt hier irgendwie diese Funktion irgendwie näher bringen, habe ich so ein Gefühl. Ne, da müssen wir hin, glaube ich. Du wolltest ja jetzt hier sehr. Hör mal, du hast jetzt einen Endhaken. Du kannst jetzt hier machen, was du willst. Ne, ich glaube, ich will erstmal hier runter. Und da war es, da unten ist auch noch gehört. Ja, mal runter. Nein. Boah. Also der hätte da auch ein bisschen so, weil nicht. Ein bisschen, wenn er aufpassen könntet, da rumschleichen können, ne? Ich habe eine Truhe gefunden. Ha. So. Zinkert. Da nicht hin. Oh, da oben. Meine Güte. Voll anderes Spiel jetzt hier mit Yuffie. Muss nur einmal runterfallen, ne? Und sie hat ja so einen komischen Handschuh ja, ne? Der linke, ne? Der sah schon immer irgendwie komisch aus. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Oh Gott, da ist schon wieder ein Gegner. Nein. Krieg nur Yuffie damit für Erfahrungspunkte. Oh Gott, sie hat auch voll wenig HP, sehe ich gerade. Nein, aua. So, was mit den Jahren, Mann? Er ist gesetzt. Aber warum hält der eine so viel aus? Ich glaube, schreibe ich mal kurz. Boah, so was hier wieder passiert. So. Ich möchte den Lift erstmal hier runterlassen, damit die ja. Nein. Weiß ihr mit. Ja, Yuffie kennt sich voll mit Technologie aus, ne? Ja, da ist ihre Ninja-Ausbildung. Daumen nach oben, jetzt sind wir wieder alle fein, ausgezeichnet. Wie komme ich da hinten ein? Jetzt sieht ein bisschen so aus, als könnte ich da auch noch hingehen, ne? Irgendwo da ist was. Kiste. Da ist auch eine Kiste, oder bin ich mir noch ein? Ich glaube, da müssen wir erstmal so hin, ne? Schon mal noch eine Minute. So. Das Spiel sagt dann aber auch anscheinend, wo wir Sachen zerdeppern können. Aber ja, ja klar, die aus diesem Berg hier irgendwie voll viel ja machen, ne? Im Gegensatz zum Original. Guck mal, ja, Leute, sammeln wir euch alle mal ein. Ah, ich bin ja so, dass Berg jetzt Fähigkeiten alleine einsetzt. Da ist wohl jemand gut gelaunt. Würde jetzt Ignis sagen, aus Final Fantasy 15, nach dem Prompt dort gemacht hat.
Ne, Noctis hat halt immer gesagt, glaube ich, ne? Ne, Ignis hat immer gesagt, Noctis, ich glaube, ich habe Magitech-Motor. Ich bin zwar kein Hellseher, aber ich glaube, ich habe Magitech-Motor. Alle 2 Minuten. Ja, ich glaube, da müssen wir hin, ne? Ja. Also gehen wir nicht dahin. Erstmal. Da ist was. Ich habe genau gesehen, wo ihr seid. Irgendwo da. Irgendwo hier. Da. Nein, der Wurfstein hat ein Hindernis getroffen. Dann beseitigen wir das Hindernis eben oder gehen an dem Hindernis vorbei. Und schlagen die Kiste so kaputt, ne? So von Frau zur Kiste, ne? Oh, so viele Kisten. Oh. Warum? Warum nicht, ne? So viele Kisten. Oh, ich liebe es. Muss ich alle persönlich kaputt treten. Also wir mal gucken, ob dann oben was ist. Da können wir auch einen Schluss machen hier, ne? War nicht mehr was, irgendwas. Und wieder runterspringen. Nein, nicht da runterspringen. So, keine Ahnung. Guck mal, aktivieren wir das Ding auch noch mal. Ne, ich nehme an, wir müssen ja was aktivieren, ne? Barmherzigkeit des Planeten. Nein, ich brauche Liebe des Planeten mittlerweile. Ja, jetzt müssen wir darüber. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir darüber. Ne? Jetzt machen wir erstmal einen Schnitt, ne? Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ne? Cloud fühlt sich nicht so gut. Also müssen wir hier hin machen, ne? Juffi, alles klar. Cloud, Mädelszeit. Ja, gut, aber jeder Charakter, bis auf Red, wurde bis jetzt jeder irgendwie gespielt, ne? Glaube ich. Zeit wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen, ne? Gut, ich würde sagen, wenn man hier Feierabend, ne? Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr nein, lasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao!